ist ja irgendwie ist das eine schlechte Rückkopplung. Kein gutes Omen, wa? Ich habe keine Ahnung, was ich werde reden. Wir versuchen aber unser Bestes. Kurze Frage. Kennt jemand die Schmelzer? Die beiden. Was hat der gute Mann gemacht? Wie wichtig Solidarität für den Schutz der Schwachen ist. Ein Berichterstatter hat geliefert über, ich nenne es mal ganz bewusst, systemisches Versagen in Deutschland während der Corona-Demo. Keine gute Sache, ich will da aber auch nicht zu sehr drauf eingehen, weil systemisches Versagen spricht für sich. Was ich allerdings sehr, sehr tragisch finde, und das finde ich wirklich tragisch, dass es mittlerweile für den Verfassungsschutz einen neuen Straftatbestand gibt und einen Beobachtungsbestand gibt, den nennen die ganz so schön Delegitimierung des Staates. Und wenn ich über Delegitimierung des Staates rede, dann fällt mir natürlich irgendwo gleich ein Willkürmaßnahmen, wie zum Beispiel gegen einen Weimarer Richter, der ein Urteil gesprochen hat, oder wie auch zu einem Senat in Lüneburg, der die Regeln einkassiert hat, der dann versetzt wurde. Ja, das sind natürlich alles nur die kleinen Sachen und die Sachen, die uns teilweise betreffen, wo wir sagen, da wird es für uns jetzt langsam interessant. Das ist ein Teil, was Russland jetzt eingelassen hat. Und so weiter und so fort. Das ist aber nicht das Thema. Uns wird ja immer ganz gerne so, wir werden ja immer ganz gerne in die rechte Ecke gestellt. Ja, von mir aus gesehen ist das, glaube ich, jetzt aber die linke Ecke. Also ja, Schumi ist für mich nicht rechts. Die gegen den Mann gemeldet total haben. Geradeaus. Den ist doch bestimmt. Oh, doch, ein bisschen besser. Jetzt höre ich mich ziemlich besser. Lass mir mal das Ganze. So, lass mir mal das Ganze. Ja, mal sehen, wie es zum Herbst wird und so. Ja, ich kann nicht weiter. So, jetzt würde ich sagen, offenes Mikrofon und natürlich das Geburtstagskind. Das Geburtstagskind darf zuerst rein. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle wieder so mutig seid und mit mir auf die Straße geht. Da es sehr schön ist, dass die Omas gegen rechts hier heute sind und die Antifa-Kinder auch, das trifft euch auch alle. Gestern habe ich mal Fernsehen geguckt, rein zufälligerweise beim Saubermachen. Da war eine nette Frau, die heißt Faeser. Jetzt sind wir, die einfach nur gegen die Impfpflicht sind, gegen die Corona-Impfpflicht und die Impfpflicht. Eine Impfpflicht, wo jeder dann gegen jedes geimpft werden kann. Das sollte euch einmal im Plan sein. Naja, jedenfalls, wie sagt sie, wir sind jetzt Radikalisten, wir sind Regierungsfeinde. Ja, tut mir leid, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort, fällt mir gleich ein. Mir ist egal, Frau Faeser sollte sich jedenfalls den Mund jeden Abend mit Seife auswaschen. Sowas mit dem Ahrtal in einem Mund zu nehmen. Das nehme ich doch gerne. Hast du schon mal aufgenommen, glaube ich. Ja, tausendmal, aber immer wieder gern gesehen. Vor allem, wenn ich das Gelaber da höre, dann hilft das natürlich. Ja, was sie da tun, was ich nehme. Ich freue mich, es kommen immer mehr hübsche Gesichter. Ja, ich rechne eigentlich auch, also spätestens im Herbst wird reichlich Nachwuchs. Ne? Und mit Schutt geschleppt. Weil wenn eine neue Uni kommt, ihre Macht verlieren. Ein bisschen dranbleiben, weil es nicht strafbar ist.
Wir jammern hier immer über zu wenig Leute, die hier mitlaufen. In Berlin waren es jetzt auch nicht wirklich mehr. Aber die jammern nicht darüber. Soll ich erst mal grüßen? Die machen da gute Laune und treffen sich nachher einfach noch irgendwo zum Austausch, beim Bierchen, beim Essen. Ja, und feiern einfach nicht miteinander und haben einen informellen Austausch miteinander. Also von daher einfach mal gute Laune weiter hochhalten, ja. Ein bisschen Berliner Luft schnuppern ab und zu mal. Schickes Hemd wieder. Wer da war, das war zum Beispiel die Perin Dinekli, die hat da gesungen. Und die hat auch beim Friedensfest, da waren ja ganz viele, die Rebellions und Schwarz-Weiß und wen man da eben alles noch so kennt. Und die Perin hat ja auch am Montag mitgesungen. Ihr kennt ja die Lieder von ihr auch alle. So, an Tina. Tina hat ja Geburtstag, ne? Und der junge Mann auch. Wer hat noch Geburtstag? Der junge Mann da. Hallo. Toto. Hallo. Okay. Komm mal her, mein Lieber. Wie heißt er? Toto. Du hast noch Geburtstag? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wie heißt er? Toto. Okay, die gehört und Tina. Vielleicht können wir nochmal was Schönes singen, wo das Wort Frieden auch statt Frohsinn drin vorkommt. Vielleicht kriegen wir so ein paar noch hin, das ist einfach mal Spontanaktion. Dann hören vielleicht auch mal die Omas und die anderen, die Kinder dann nochmal zu. Ich fange jetzt einfach mal an, ja? Für die beiden. Und vielleicht könnt ihr auch gerade noch nicht damit einstimmen. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Gesundheit und Frieden seien auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Gesundheit und Frieden seien auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Gesundheit und Frieden seien auch mit dabei. Nochmal für die Kamera. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Gesundheit und Frieden seien auch mit dabei. Ja, an euch beide. So, vielleicht auch nochmal. Aber an euch da hinten. Ich weiß nicht, die Polizei. Wie ist denn das überhaupt mit Vermummungsverbot? Nicht, dass nicht bei Demonstrationen, dass da ein Vermummungsverbot gilt und da keine Maskenpflicht mehr besteht, ist das da nicht noch? Also Leute, habt einfach mal gute Laune, ja? Und ansonsten schönen Spaziergang hier. Und ich sage jetzt mal was zu meiner Person. Wer war denn schon vor über einem Jahr wieder mit auf der Straße? Hast du dein Äffchen dabei? Ja. Lass mal hören. Ich habe auch. Oh. Ja, aber hört sich so an wie auf den Schwanz getreten. Hallo ihr lieben Leute, ich bin stolz auf euch, wir sind wieder alle da und ich war gestern schon hier und mal wieder mein kleiner Bericht, was hier im Stadtteil so los war. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Leute nicht mehr sagen, ja super, ich habe haufenweise Impfnebenwirkungen, gib mir den Zettel und hau ab, ich will von euch nichts wissen, ich habe meine eigene Meinung. Inzwischen ist es wirklich so, dass auch die Leute, die geimpft sind, geboostert sind und das ganz relativ locker sehen, dann aber auch sagen, wir müssen tolerant sein und ich höre mir gerne das an. Also